Ja, Alex Chatelain, Gratulation zu diesem 1-0-Sieg. Der gleiche in der Serie aus auf 1-1. Was sagst du zu der Partie von heute Abend? Ja, es ist lang gegangen, bis wir endlich ein Goal geschossen haben. Wir haben das Spiel wirklich dominiert, habe ich das Gefühl gehabt. Deutlich mehr Chancen, deutlich mehr Torschüsse. Aber ja, sie sind auch gleich immer gefährlich mit Konter. Es sind wirklich ein paar, die offensiv ihre Qualitäten haben. Und wenn man denen den Raum gibt, dann sind sie gefährlich. Und das passiert halt ab und zu trotzdem. Darum ist es sicher besser, wenn wir mehr als ein Goal schiessen in Zukunft. In der 56. Minute war Thomas Rüfenach, der das Goal geschossen hat. Wie gross war die Erleichterung, dass der Treffer endlich kam? Ja, die war sicher sehr gross gewesen. Da ist ein grosser Stein von der Schulter gefallen. Aber ja, es ist immer halt noch ein paar Minuten gegangen und wenn sie noch einen gemacht hätten oder schon vorne, hätten sie sicher einen Sieg gestohlen. Das ist zum Glück nicht passiert und wir haben es nachher relativ cool können abspielen. Es hat noch ein, zwei heisse Szenen gegeben, aber grundsätzlich sind wir nicht mehr gross unter Druck gekommen. Vielleicht noch ein Wort zum Boxplay vom SC Bern. Heute mir aufgefallen, hervorragend gewesen. Ja, das Boxplay ist sicher sehr gut, wenn man kein Goal bekommt sowieso. Wir haben auch nicht mehr so viele Strafen genommen. Das war sicher auch ein Schlüssel gewesen. Und was wir sicher vielleicht noch anschauen müssen, ist 5 gegen 3. Dort waren wir ein bisschen statisch gewesen. Haben nachher nicht mehr wahnsinnig viele Abschlüsse gehabt, nachdem sie den Direktschuss von Corey weggenommen haben dort. Das müssen wir sicher noch mal anschauen und ein bisschen anpassen auf die nächsten Gelegenheiten. Jetzt ein Ausblick auf den Donnerstag, dann wieder auswärts in der Resega mit viel Stimmung von den Luganesi-Fans. Hat man jetzt das Rezept gefunden, für den HC Lugano dauerhaft zu schlagen? Ja, das Rezept haben wir glaube ich schon gehabt. Wir haben es einfach im letzten Match in Lugano nicht ganz können umsetzen. Wir müssen sicher die gleiche Intensität an den Tag legen wie heute über die längste Zeit des Spiels. Sie schnell unter Druck setzen, ihnen keinen Platz geben. Und vorne noch einen Goal schiessen. Also, merci Alex Chatelain für das Interview. Gratulation nochmal zum Spiel. Merci.